Hallo, meine lieben Brüder und Schwestern. Ich habe heute für euch den fünften Teil der Lesung Roms Ziele in Theorie und Praxis von Gustav Mix. Ich bin ja, wie ich bereits im letzten Video sagte, ziemlich fleißig gewesen diese Woche. Heute ist der letzte Tag der Woche, also bevor dem Sabbat, der natürlich der letzte Tag ist. Heute ist Freitag, der Vorbereitungstag, damit der Tag der fünften Lesung. Ich habe es schon geschafft, mich heute Nachmittag hinzusetzen. Und ich freue mich unglaublich, in diesem Buch weiterlesen zu können und für euch zu dürfen und dass ihr euch das auch anschaut und dass ihr davon auch noch Dinge lernt, die man vielleicht hier und da auch wieder mal vergessen hat, weil im Grunde ist in diesem Buch ja alles genauso beschrieben, wie es bereits im Doppelgesicht des Papsttums beschrieben war. Und selbst Romanismus und Reformation, da erkennt man einige Dinge hierin wieder. Das ist ja dasselbe. Nur James Edgar Wiley hat sich natürlich in seinem Doppelgesicht des Papsttums ein bisschen mehr darauf spezialisiert, auch die Gesetzesseite zu beleuchten. Die kommt bei Henry Gretton Gillis weniger an die Sprache, da ist es eigentlich mehr die geistige Seite. Bei Henry Gretton Gillis ist es ein anderer Stil auch zu schreiben als bei James Edgar Wiley. Ja, und der Gustav Mix hat wieder einen anderen Schreibstil und er erzählt uns ganz klar, dass wir die geistige Seite, die total zu wenig verstanden wird, die bei vielen Leuten überhaupt nicht richtig beleuchtet wird, dass wir uns vor allen Dingen die anschauen müssen. Und das hat er ja letztes Mal auch ganz gut gemacht. Und jetzt ist er im Augenblick in der weltlichen Ansicht über das Papsttum. Da geht es nämlich jetzt weiter. Wir sind immer noch auf derselben Seite, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Das ist Seite 10 in dem Originalbuch, aber Seite 7 hier auf PDF. Und er fährt vor in dem ersten vollständigen Absatz, also in dem zweiten Absatz, die Seite beginnt mit dem Absatz und dann kommt ein vollständiger nächster Absatz und da sagt der Autor, nachdem wir vorher erklärt hatten, welche Pflichten die Kirche gegenüber dem Staat hat, nämlich keine, dass der Papst sogar Könige absetzen kann und die Völker ihrer Untertanenpflicht entbinden. Und das entspringt aus der Autorität des Papstes. Darüber hatten wir gesprochen. Also hier geht es darüber, was ist die Autorität des Papstes? Und jetzt geht es darüber, was ist eigentlich die Autorität des Staates? Der Staat hat dagegen der Kirche in ihre Angelegenheiten nicht hineinzureden. Vielmehr hat er weitgehende Verpflichtungen gegen die Kirche. Also mit anderen Worten, das ist eine ziemliche Einbahnstraße. Die Kirche nimmt sich das Recht raus, den Staat zu bevormunden. Alle Gesetze des Staates müssen dem Kirchengesetz angepasst sein. Der Staat kann nichts machen ohne die Kirche. Die Kirche kann alles machen. Und dagegen hat eben der Staat, wie hier gerade eben gesagt, er weitgehende Verpflichtungen gegen die Kirche, wobei die Kirche gegenüber dem Staat null Verpflichtungen hat. Ja? Also eine sehr einseitige Straße. Das ist eine totale Diktatur. Und jedes Mal, wenn ihr irgendwo auf dieser Welt eine Diktatur seht, dann könnt ihr davon ausgehen, dass der Hintergrund davon katholisch ist. Weil die Katholiken, und jetzt meine ich nicht die Katholiken, die am Sonntag brav in die Kirche gehen und unwissend den Eucharist nehmen und da einen Jesus anbeten, der nicht der Jesus der Bibel ist, sondern ich meine vor allen Dingen die Katholiken der Hierarchie, die wissen ganz genau, was sie machen und die sorgen dafür, dass der Staat nichts macht, dass sie den Staat in der Hand haben. Der Staat hat weitgehende Verpflichtungen gegen die Kirche. So hat er, und ich habe hier ein paar Worte angestrichen und werde mal eben nur die angestrichenen Worte vorlesen in diesem Absatz, so hat er seine Machtmittel der Kirche zur Verfügung zu stellen. Das ist der Kern des nächsten Satzes. Der Staat hat der Kirche seine Machtmittel zur Verfügung zu stellen. Und die Machtmittel sind natürlich an erster Stelle dem Staat überhaupt durch die Kirche gegeben. Sonst hätte der Staat ja überhaupt gar keine Macht. Der Staat hätte nur Macht, weil die Kirche ihm das zugesteht. Und alle Machtmittel, die hat, muss er voll in die Wirkung der Kirche stellen. Das heißt, wenn der Staat irgendetwas mit Macht durchsetzt, dann ist es nicht der Staat, der das durchsetzt, also schon physisch, aber geistlich ist es die Kirche. Weil der Staat alle Machtmittel der Kirche zur Verfügung stellen muss. Also wenn man zum Beispiel jetzt irgendwo mal, sage ich jetzt mal, Aufstände niederschlägt mit Staatsgewalt, und zwar, ich meine jetzt nicht so irgendwie wie in den letzten paar Jahren, sondern ich meine so blutig wie zum Beispiel den Prager Frühling oder
solche Aufstände wie zum Beispiel in Tianjin auf dem Platz da in China vor einigen Jahren. Solche Dinge, wenn so etwas so und noch blutiger, noch schlimmer niedergeschlagen wird, dann ist das zwar der Staat, der die Tat ausübt, aber er macht es, weil er im Grunde seine Machtmittel nur der Kirche zur Verfügung stellt. Es ist die Kirche, die sagt, hier sind wir nicht mit einverstanden, hier müssen wir einschreiten, hier muss was passieren. Ja? Die nächsten gehighlighteten Punkte sind kein besseres Beispiel: Kriege 1870-71, Wiederherstellung des Kirchenstaates, höchst zeitgemäße Verlangen gewesen sind. Ja, das ist jetzt ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, aber nochmal: der erste Teil dieses Absatzes, der ganz erste Satz, der total in Gelb angestrichen ist, der Staat hat dagegen, der Kirche in ihre Angelegenheiten nicht hineinzureden. Vielmehr hat der Staat weitgehende Verpflichtung gegen die Kirche. Nächster Satz. So hat er ihre Ordnungen und Gesetze anzuerkennen. Der Staat hat ihnen auf bürgerlichem Gebiet Geltung zu verschaffen, die Kirche selbst in ihren Rechten zu schützen und überhaupt seine Machtmittel der Kirche, wo es erfordert wird, zur Verfügung zu stellen. Das war der ganze Satz. Die Essenz war, so hat er seine Machtmittel der Kirche zur Verfügung zu stellen. Nochmal, so hat er ihre Ordnungen und Gesetze anzuerkennen. Ja, wenn ich als Staat die Ordnung und Gesetze eines Fremdherrschers anerkenne, dann herrsche ich doch gar nicht mehr selber, oder? Hier müsste doch einem jeden deutlich sein, dass wenn man in einem Staat lebt, das ein Konkordat mit der Kirche abgeschlossen hat, dass man, wenn man in einem Staat lebt, wo die römisch-katholische Kirche anwesend ist und ihre Macht ausübt, dass man überhaupt nicht in einem freien Staat lebt, zum Beispiel in einer freien Bundesrepublik oder einem freien Deutschland oder einem freien Belgien oder irgendwas in der Richtung, sondern dass man ganz deutlich hier alle Autorität abgibt an die Kirche. Wenn der Staat alle Ordnungen und Gesetze der Kirche anzuerkennen hat, wenn der Staat alle Ordnungen und Gesetze auf bürgerlichem Gebiet der Kirche hilft, zur Geltung zu verschaffen, die Kirche selbst in ihren Rechten zu schützen und überhaupt seine Machtmittel, also die des Staates, das heißt zum Beispiel Polizei, Militär, Geheimdienste, seine Machtmittel, wo es erfordert wird, zur Verfügung zu stellen. Was dem Staate in der Beziehung bisweilen zugemutet wird, auch in neuester Zeit, dafür gibt es kein besseres Beispiel als die Tatsache, dass die Ultramontanen Deutschlands mit dem Kardinal Ledochkowski an der Spitze mitten im Kriege 1870-71 an den preußischen Staat das Ansinnen stellten, für die Wiederherstellung des Kirchenstaates einzutreten. Und dass es ohne Zweifel in erster Linie die ablehnende Haltung der preußischen Regierung gegen dies höchst, Zitat, zeitgemäße Ende Zitat, Verlangen gewesen ist, die das neue Deutsche Reich in die schweren kirchenpolitischen Kämpfe der 70er Jahre mit ihren verhängnisvollen Folgen verstrickt hat. Diesen Satz werden wir uns gleich nochmal auf der Zunge zergehen lassen und werden wir ein wenig näher analysieren. Aber erst werde ich euch erzählen, was die Quellen dieses gerade eben geschriebenen Satzes sind. Und dann gehen wir da nochmal rein. Vergleiche bei Fürst Chlodwig zu Hohenlohe Schillingsfürst. Denkwürdigkeiten, erschienen in Leipzig 1906, Band 2, Seite 27 folgende. Vergleiche ebenfalls Bismarcks Gedanken und Erinnerungen, erschienen 1901, Band 2, Kapitel 24. Und Götz, AAD, Seite 219. Auch Nippold oder Rippold, Handbuch der neuesten Kirchengeschichte, dritte Auflage in Elberfeld 1883, Band 2, Seite 141 fortfolgende. Also wenn ich diese Seiten lese aus diesen Werken, die ich gerade eben zitiert habe, und da ein Extrakt herausziehe, um zu sagen, was diese Seiten eigentlich wirklich sagen wollen, dann heißt es folgendermaßen: Was dem Staate in der Beziehung bisweilen zugemutet wird, also wie weit die Kirche geht, wie weit sie ihn ausreizt, wie die Kirche ihre Machtposition gegenüber dem Staat ausreizt, auch in neuester Zeit also. Das Buch hier ist ja geschrieben 1911, also es geht, lass uns mal sagen, 20, 25, 30 Jahre vielleicht in die Vergangenheit noch runter.
Das ist die neueste Zeit, wenn man das schreibt, 1911. Dafür gibt es kein besseres Beispiel als die Tatsache, dass die Ultramontanen Deutschlands, ne, die Ultramontanen Deutschland, das waren diejenigen, die auf dem Konzil 1870 eben auch für die Unfehlbarkeit des Papstes gestimmt haben. Es gab ja auch viele, die dagegen gestimmt haben. Aber die, die dafür gestimmt haben, das sind eben die Ultramontanen. Ja, das kennt ihr inzwischen auch, den Ausdruck. Dass die Ultramontanen Deutschlands mit dem Kardinal Ledokowski an der Spitze. Ha! Kardinal Ledokowski! Dieser Ledokowski war später der General der Jesuiten. Und zwar zur Zeit des Dritten Reichs. Ich meine bis 1939, 40 oder sowas. Dann wurde er irgendwann in der Zeit, ist er wohl umgekommen. Spätestens 1942 ist er umgekommen. Ja? Der hier Kardinal ist, ja, der war damals, dann später General der Jesuiten. Ja? Du musst Ultramontan sein, sonst wirst du kein General in der jesuitischen, in der Gesellschaft der Jesuiten. Ne? Also, was dem Staate in der Beziehung bisweilen zugemutet wird, auch in neuester Zeit, dafür gibt es kein besseres Beispiel als die Tatsache, dass die Ultramontanen Deutschlands mit dem Kardinal Ledokowski an der Spitze mitten im Kriege 1870-71 an den preußischen Staat das Ansinnen stellten, für die Wiederherstellung des Kirchenstaates einzutreten. Also, mit anderen Worten, die Gründung des Reiches war eine freie Republik und sie wollten eine Wiederkehr zum Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Und zwar am liebsten noch so, wie es vor der Reformation war. Das war nämlich ein Kirchenstaat. Da hatte nämlich die Kirche alles und der Staat gar nichts zu sagen. Und das ist ohne Zweifel in erster Linie die ablehnende Haltung der preußischen Regierung gegen dieses höchst zeitgemäße Verlangen gewesen ist. Ja? Preußen hat sich dagegen gesträubt, zurück in die Zeit des Kirchenstaates zu gehen. Warum? Preußen war protestantisch. Und der südliche Bund, also Bayern und die ganzen anderen Bundesländer, die nicht dem Nordbund angeschlossen waren, die im Südbund waren und die ja damals geschlagen wurden, militärisch. Und dann hat es einen einzigen deutschen Bund gegeben und der ist dann gegen Frankreich zu Kriege gezogen und da wurde dann in 1871 in Versailles der Friedensvertrag unterzeichnet und eben Deutschland als Republik, als Reich erklärt und zwar als ein parlamentarisches Reich, zwar noch an der Spitze ein Kaiser, aber auf alle Fälle eine parlamentarische Regierung, ja. Und das ist natürlich dem Antichrist, Papst Pius IX., wie wir bereits wissen, aus seinem Syllabus der Fehler, ein absoluter Dorn im Auge. Das gibt's nicht, ne? Dass Menschen Selbstbestimmung haben, das gibt's nicht. Der Papst bestimmt über alles. Selbstbestimmung gibt es nur für den Souverän. Und es gibt nur einen Souverän in den Augen des Papstes. Und das ist er selber. Ne? Also, das ohne Zweifel in erster Linie die ablehnende Haltung der preußischen Regierung, ne, der protestantischen, gegen dies höchst zeitgemäße Verlangen gewesen ist, die das neue Deutsche Reich in die schweren kirchenpolitischen Kämpfe der 70er Jahre mit ihren verhängnisvollen Folgen verstrickt hat. Was sind denn die schweren kirchenpolitischen Kämpfe der 70er Jahre des 19. Jahrhunderts? Das ist der sogenannte Kulturkampf. Das ist der Kampf, wo Bismarck mit dem Papst gerungen hat, zumindest nach außen hin. Ob das auch tatsächlich so war, ich war da nicht bei. Aber wir erinnern uns ja, dass Bismarck im Jahr 1872 das sogenannte Jesuitengesetz erlassen hat, womit er die Jesuiten vom deutschen Boden verdammt und verbannt hat, womit er Kloster geschlossen hat und andere Einstellungen der römisch-katholischen Kirche verboten und geschlossen hat. Und das sorgt natürlich dafür, wie der Autor hier sagt, das sind kirchenpolitische Kämpfe der 70er Jahre. Das war der sogenannte Kulturkampf. Da geht es im Grunde um die Frage, was ist denn der Kulturkampf? Da geht es um einerseits die Kultur der Deutschen und andererseits die Kultur der römisch-katholischen Kirche. Und die zwei stießen gegeneinander. Und Bismarck hat versucht, zumindest nach außen hin, hier dafür zu sorgen, dass Deutschland ein vom Papst unabhängiges, freies, protestantisches, parlamentarisches Reich wird. Das war die Absicht. Ob er da jetzt gewonnen hat oder verloren hat, ob das alles auch nur Show war oder nicht, ein wenig muss ich auch noch euren eigenen Untersuchungen nachlassen.
Ich möchte dabei nur zur Bemerkung geben, dass das Verbot der Jesuiten in Deutschland nur ungefähr 10, 15 Jahre wirklich sehr streng galt. Danach wurde es ganz deutlich unterwandert. 1917 wurde das Gesetz übrigens aufgehoben, während des Ersten Weltkrieges natürlich, da war Bismarck auch schon lange weg. Aber Bismarck hat natürlich auch dafür gesorgt, dass er in Deutschland die Sozialversicherung eingeführt hat. Und die Sozialversicherung ist der typische Kommunismus der römisch-katholischen Kirche. Das lesen wir in Papieren wie zum Beispiel Caritas in Veritate und so weiter und so weiter. Ne? Wir sehen ja heute diesen Linksruck, den es in dieser Welt gegeben hat, die letzten 50, 60 Jahre, der ja immer weitergeht, immer weitergeht, immer weitergeht. Und da sehen wir ja genau, dass da eben diese Dinge herkommen. Dieser Linksruck sorgt dafür, dass eben erkämpfte Rechte von damals im Grunde wieder aufgegeben werden. Und dieser kirchenpolitische Kampf der 70er Jahre des 19. Jahrhunderts war der sogenannte Kulturkampf, wo die Kultur der römisch-katholischen Kirche gegen die, zwischen Anführungszeichen, Kultur der Deutschen gehalten wurde. Und die Frage ist, wer ist da als Sieger hervorgegangen? Da, wenn ich mich heute in Deutschland umgucke, dann ist die Antwort ganz einfach. Und schlussendlich muss man ja auch sagen, Deutschland wurde ja in den 1890er Jahren, wo Bismarck ja auch schon gestorben war, wurde ja der deutsche Kaiser vom Papst Antichrist Leo dem 13. auf die Matte gerufen und der hat ihm ganz klipp und klar und deutlich gesagt, ich will, dass Deutschland das Schwert der römisch-katholischen Kirche in Europa wird. Wenn man das weiß, dann weiß man auch, wie der Kulturkampf ausging, ne? Mehr sage ich da nicht zu. Im nächsten Absatz jedenfalls fährt der Autor fort und sagt: So wird man sagen dürfen, dass der vor wenigen Jahren verstorbene Jesuit Liberatore, und ich mache einen, habe hier in meinem Heftchen einen Link zu ihm, dann könnt ihr euch das anschauen, wer das war, dass der vor wenigen Jahren verstorbene Jesuit Liberatore in der Tat die Auffassung der katholischen Kirche über das Verhältnis von Staat und Kirche, er braucht natürlich, wie alle römischen Schriftsteller, stets die umgekehrte Folge, Kirche und Staat wiedergibt, wenn er anführt, Zitat: Mag man den Staat erheben, wie man will, mag man seine Hoheit auch noch so sehr steigern, seine Unterordnung unter die Kirche kann nicht in Abrede gestellt werden. Das sagt der Jesuit Liberatore. Alles, was den Menschen angeht, muss von der Kirche geregelt werden. Der Soldat ist in ihr mit seinen Waffen, der Rechtsgelehrte mit seinem Rechtskodex, der Schriftsteller mit seiner Feder, der Professor mit seinem Lehrstuhl, der König mit seiner Krone, der Familienvater mit seinem häuslichen Zepter, der Bürger mit seinen sozialen Beziehungen. Dem Papste müssen die bürgerlichen Herrscher untergeordnet sein. Das Zitat geht noch weiter. Aber ist das nicht erstmal etwas, wo wir eben bei stillstehen müssen, dass wir immer und immer wieder Zitate sehen von Menschen, die solche Dinge behaupten und die dann auch noch allgemein überall anerkannt werden und vor allen Dingen, die überall durchgesetzt werden? Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Den wichtigsten Teil dieses Satzes nochmal. Alles, was den Menschen angeht, muss von der Kirche geregelt werden. Da sollte man erst einmal stehen bleiben und sich nachdenken von, was heißt denn bitte schön dieser Satz für mein persönliches Leben? Der Soldat ist in ihr, also in der Kirche, na, ich werde das jetzt mal immer ganz deutlich sagen, wie es hier gemeint ist. Der Soldat des Militärs, des Staates ist in der Kirche mit seinen Waffen. Der Rechtsgelehrte, also der Anwalt oder der Richter, der Staatsanwalt, ist mit seinem Rechtskodex in der Kirche verfangen. Der Schriftsteller dient mit seiner Feder der römisch-katholischen Kirche. Der Professor lehrt nur, was die römisch-katholische Kirche ihn lehren lässt. Der König mit seiner Krone kann nur regieren unter der Gnade des ultramontanen Papstes.
Der Familienvater mit seinem häuslichen Zepter ist nur Oberhaupt der kleinsten sozialen Zelle der Nation, nämlich der Familie, weil er alle seine Taten im Lichte der römisch-katholischen Kirche ausführt, nicht im Lichte der Bibel, wie er das eigentlich sollte. Und ebenso der Bürger mit seinen sozialen Beziehungen ist in der Kirche. Wisst ihr, in Deutschland hat man damals die Nationalhymne genommen, das war ja zur Gründung des Ersten Reiches, Deutschland, Deutschland über alles. Ne? Ihr kennt ja die verbotene erste Strophe. Dann kommt eine ganze Aufzählung der Grenzen, wie groß Deutschland damals war. Das darf man ja heute nicht mehr singen oder denken, weil man darf ja nicht mehr wissen, wie groß Deutschland war, weil das ist ja alles, ne? Lassen wir jetzt in der Mitte gestellt. Aber der Punkt ist, der erste Satz in dieser Hymne, Deutschland, Deutschland über alles. Ja, sag mal, wie hätte denn die Hymne eigentlich lauten müssen, wenn man das hier gelesen hat? Wenn hier drin steht, alles, was den Menschen angeht, muss von der Kirche geregelt werden, dann müsste die deutsche Hymne doch gelautet haben. Römisch-katholische Kirche, Papst, Antichrist über alles. Anders kann ich persönlich das jetzt gar nicht verstehen. Ja? Dem Papste müssen die bürgerlichen Herrscher untergeordnet sein. Das ist eine Forderung. Der Papst als absoluter, alleinherrschender König oder Kaiser, kann man ja schon fast sagen, weil er trägt ja den Titel Cäsar, seht ihr auch in dem Bild hier unten in dem Video, aus dem Discorsi von Pius dem IX. Der Papst regiert völlig autonom und autoritär und dem Papst müssen alle bürgerlichen Herrscher untergeordnet sein. Und jetzt nochmal der Punkt, den ich auch die letzten Sendungen schon gemacht habe. Ein bürgerlicher Herrscher, der dem Papst nicht untergeordnet ist, der wird abgesägt. Der ist weg. Der wird ermordet, der wird öffentlich erschossen, der wird vergiftet, der wird, was weiß ich, mit dem alle wird gemacht. Aber der bürgerliche Herrscher muss sich dem Papste unterordnen, weil der Papst hat die letzte, finale, absolute Autorität auf Erden und nicht irgendein weltlicher Herrscher. Alle weltliche Macht muss dem Papst unterstellt sein. Der Staat hat der Kirche in ihre Angelegenheiten nicht hineinzureden, vielmehr hat er ihre weitgehende Verpflichtung, gegen die Kirche und der Staat muss seine Machtmittel der Kirche zur Verfügung stellen, haben wir vorher gelesen. Dem Papste müssen die bürgerlichen Herrscher untergeordnet sein. Es gibt keinen bürgerlichen Herrscher, keinen, der nicht in Übereinstimmung mit der Erlaubnis, mit der Autorität des Papstes regiert. Keinen. Derjenige, fährt er fort, der Papst, der von Gott eingesetzt ist, um Völker und Könige, Individuen und Nationen zu richten und in dessen Person eine Macht höchsten und göttlichen Ranges Fleisch angenommen hat, kann nicht irgendeiner irdischen Hoheit unterworfen sein. Der Papst ist von Gott auf den Gipfel jeglicher Souveränität erhoben. Die Ausübung der Autorität des politischen Herrschers ist dem Papste unterworfen, so dass er in Hinsicht des geistlichen Zweckes, die sie leiten und zuweilen ihre Handlungen vorschreiben oder verbieten muss. Der Papst ist der höchste Richter der bürgerlichen Gesetze. Die ganze Welt ist ein dem Papste eigentümlich gehöriges Territorium. Was sagt denn die Bibel dazu? Psalm 24, Vers 1. Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner. Dem Herrn, Elohim, nicht dem Papst. Das eine sagt die Bibel, das andere sagt die römisch-katholische Kirche. Ja? Also wir müssen da ganz deutlich einen Unterschied drin machen.
die ganze Welt ist dem Papste eigentümlich gehöriges Territorium. Darum hat die heilige Kongregation des heiligen Offizium durch ein von Antichrist Papst Innozenz X. approbiertes Dekret den Satz als heretisch verworfen, die Päpste veröffentlichten Dekrete in einem ihnen nicht zugehörigen Territorium, wenn sie ihre Bullen an Orten bekannt machen, die der Herrschaft anderer weltlicher Fürsten unterworfen sind. Jetzt kommt's. Alle Menschen sind Untertanen des Papstes, die Getauften aktuell, die Ungetauften potenziell. Daraus folgt für jeden Menschen ein doppeltes Untertanenverhältnis. Der weltliche Fürst hört auch als Fürst nie auf, ein Untertan des Papstes zu sein, noch hört die politische Autorität des einen jemals auf, der geistlichen Autorität des anderen untergeordnet zu sein. Ende Zitat. Das Zitat von dem Jesuiten Liberatore hat es ja wohl in sich. Das kann man nachlesen in La Chiesa Illustrato. Ja, La Chiesa ist die Kirche, Illustrato ist Illustrato, nicht Strato, Stato, Illustrato, das heißt die Kirche und der Staat, wenn man das übersetzt auf Deutsch, von 1871. Ja, auch dieses Schreiben habe ich auf Archive gefunden. Und der Link dazu ist in diesem Heftchen, in diesem Büchlein, das wir hier lesen, für euch damit bei. Ja, ich mache das jetzt nicht hier in die Sendung mit bei. Wer das nachlesen möchte, auch über den Jesuiten Liberatore, der das geschrieben hat, der möchte bitte seine eigene Nachforschung anstellen. Ich gebe ihm dazu bereits die Möglichkeiten mit den Links, die ich nachgeschaut habe. Schaut es selber nach, kontrolliert das selbst, vertieft euch da ein wenig in. Wisst ihr, ich sage das nicht nur, weil ich könnte ja hier vielleicht die Unwahrheit sagen oder so. Natürlich könnte ich das, aber das tue ich nicht. Aber der Punkt ist, wenn man diese Dinge selbst nachforscht, dann hat man ein viel besseres Verständnis dafür auch. Und wenn ihr ein besseres Verständnis dafür habt, als lediglich das, dass ihr das mal mit mich gehört habt, wie ich das lese, sondern weil ihr da selber drin geforscht habt, dann könnt ihr anderen Menschen diese Dinge doch auch viel besser erklären. Und letztendlich geht es doch darum, dass wir, wie es in Römer 11,11 geschrieben steht, natürlich die Juden zur Eifersucht erwecken. Das ist eine Sache. Aber es geht ja auch darum, dass wir das tun, was Jesus Christus uns befohlen hat, mit dem Evangelium zu tun. Nämlich hinauszugehen in die ganze Welt und einer jeden menschlichen Kreatur das Evangelium zu bringen. Ich kann aber nicht den Leuten mit vorgehaltener Bibel kommen und sagen, von hier, lies und guck mal, da steht das drin. Das ist so gut. Das kapieren viele nicht, das wollen viele nicht, da laufen sie weg. Und ich wäre ja damals ja anders gewesen. Wenn mir vor 10 Jahren einer die Bibel vorgehalten hätte, hätte ich gesagt, oh Junge, ey, weißt du was? Interessiert mich nicht, dieses verfälschte Buch. Aber wenn ich das hier auf diese Seite angreifen kann, dann kann ich, oder mit dieser Seite anpacken kann, dann kann ich doch den Menschen viel deutlicher machen, warum die Welt heute in 2021, in dieser Viruskrise, in der wir uns seit über einem Jahr befinden, so ist, wie sie ist. Dann kann ich den Leuten doch deutlich machen von, schau mal, das und das und das steckt dahinter. Dann kann ich den Leuten deutlich machen von, schau mal, hast du dich mal gefragt, warum die ganze Welt mehr oder weniger mit denselben Maßnahmen reagiert auf diesen Virus, ohne sich miteinander abzusprechen? Weil das von oben angeordnet ist. Aber wer ist denn der oben, der das anordnet? Eben, in diesem Fall die Kirche, der Papst. Ja? Von dem geht das alles aus. Diese Viruskrise, die wir im Augenblick haben, da wird zum ersten Mal die neue Weltordnung, an der sie die letzten 100 Jahre gebaut haben, sichtbar, dass sie inzwischen mehr oder weniger komplett geworden ist. Sie ist noch nicht ganz komplett. Es fehlen immer noch Teile, aber sie ist schon viel kompletter als vor 20, 30 Jahren. 9/11 war noch ein weiterer Stoß, den sie uns verabreicht haben, geistig vor allen Dingen, ja, wo sie sich kaputt gelacht haben über die Dummheit von Menschen, dass die glauben, dass zwei Türme auf so eine Art und Weise einstürzen können. Aber da will ich jetzt gar nicht drauf hinaus. Der Punkt ist, dass wir ganz, ganz deutlich verstehen müssen, dass wenn wir diese Dinge selbst nachforschen, wenn ihr selber das nicht nur in diesem Buch nachlest, aber mindestens das tut oder eventuell sogar noch die Quellen euch anschaut und ein wenig eigenes Studium da dran tut, dass ihr ein viel tieferes Verständnis habt und wenn ihr selber ein viel tieferes Verständnis habt, dann könnt ihr anderen Leuten das auch wunderbar erklären.
Und dann können die da gar nichts gegen sagen, weil ihr sprecht ja mit der Autorität nicht nur der Bibel, die ja die wichtigste überhaupt ist, sondern ihr sprecht mit der Autorität der römisch-katholischen Kirche ihrer Papiere. Ihr sollt ja sagen, von ja, lies es, es steht da und da und da. Da kann einer sagen, ja, aber Papier ist geduldig. Ja, aber bringt denn die Regierung irgendwelche Papiere raus, die nicht wichtig sind? Geht denn die Regierung die Mühe ein, irgendwelche Pamphlete oder Schreiben zu veröffentlichen, wo sie sagt von, pff, ob ich das jetzt veröffentliche oder in China fällt ein Sack Reis um? Ich glaube es nicht. Und während wir denken, dass wir hier von unserer Regierung sprechen, nein, sprechen wir hier von der eigentlichen Regierung, die im Schatten agiert, nämlich die römisch-katholische Kirche. Wir machen den Leuten auf einmal deutlich von, hört mal, wenn die Bundeskanzlerin so und so, wenn der Präsident so und so, wenn der König so und so dies und das sagt, dann sagt er das nicht, weil er das meint, dann sagt er das, weil ihm das von oben eingegeben ist, weil die über ihm stehende Schattenregierung der Papst das sagt. Und ihr glaubt das nicht, dann lest mal diese und diese und diese Papiere, wo eben diese Schattenregierung ganz deutlich hervortritt, ganz deutliche Schreiben verfasst und ganz deutlich sagt, so und so ist es. Und wenn es nicht so ist, dann werden wir mit Gewalt dafür sorgen, dass es so wird. Und ein jeder Staat, der umgeworfen wurde, dessen Regierung umgeworfen wurde in den letzten paar hundert Jahren, ist Beweis dafür, dass die Kirche das meint. Dass die Kirche damit in den Krieg zieht. Dafür hat sie ja ihren Kriegsorden, ihren Militärorden, die Jesuiten. Ja? Die Bulle. Regimini Militantes Ecclesia, als die von Papst Paul, dem Antichrist Papst Paul III. In 1540 veröffentlicht wurde und die Jesuiten in Wirkung gestellt hat, das heißt ja übersetzt, die Regierung der militärischen Kirche, Regimini Militantes Ecclesia. Und das sind die Jesuiten. Die sind das Militär der römisch-katholischen Kirche. Da, wo die römisch-katholische Kirche mit ihren normalen geistigen Gesetzen nicht mehr durchkommt, da treten die Jesuiten auf und werden dafür sorgen, dass eben diese Gesetze durchgeführt werden. Dieses Buch ist wunderbar recherchiert. Ich habe euch da ein paar Brunnen bereits genannt. Andere Brunnen nenne ich manchmal vielleicht nicht, weil es ja auch nicht immer nötig ist. Aber wenn man sich diese Brunnen anschaut, wenn man dieses Buch anschaut und wenn man sich dann das mit diesen Brunnen verifiziert, also bestätigt, dann kann man zu vielen Leuten viel besser hingehen und mit denen argumentieren. Und Leute, die nichts von Jesus Christus an der ersten Instanz wissen wollen, und das sind ja nun mal die meisten, wenn man sie anspricht, die wollen aber vielleicht wissen von, ja, was kann ich denn dagegen machen, wenn die Merkel das und das verordnet? Oder warum verordnet sie das denn? Ich kann dann vielleicht mal deutlich machen, warum das so ist. Und dann wird es einigen Leuten hier und da auch mal ein wenig wie Schuppen von den Augen fallen. Also begreift bitte meine Erklärung, die ich jetzt in den letzten paar Minuten hier abgegeben habe, als Motivation, um durch eure eigenen Untersuchungen, durch eure eigene Anstrengung dafür Sorge tragen zu können, dass ihr auf weltlicher Basis gewappnet seid, dem Teufel entgegenzutreten. Wenn wir auf geistiger Basis dem Teufel gewappnet sein wollen, um ihm entgegenzutreten, dann müssen wir uns ja nur an Epheser Kapitel 6, Verse 10 bis 18 halten, dass wir die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen müssen. Wir kämpfen ja nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte in höheren Lüften. Aber wir müssen ja erstmal einige Leute probieren, überhaupt aufzuwecken. Und viele Leute werden eben nicht aufgeweckt mit dem Wort der Bibel direkt, sondern über den Umweg um die weltlichen Dinge. Die Leute kümmern sich um ihr Auto, ihren Computer, ihre Freundin, ihr Wochenende ausgehen, ihren Drogenkonsum, ihre Rumhurerei. Das ist für die alles wichtig. Und das wird im Augenblick auch mit diesem Virus an Banden gelegt. Und hier kann man den Leuten erklären, wo das herkommt. Pass auf, der Staat erlässt die und die Gesetze. Ach ja, ja, habe ich auch gelesen. Ja, furchtbar. Ja, aber weißt du, warum der Staat die Gesetze erlässt? Um dich zu schützen, oder was? Um Macht auszuüben. Und wer übt eigentlich die Macht aus? Nicht der Staat, sondern der, den du überhaupt nicht vermutest. Die römisch-katholische Kirche. Entschuldigung. Die römisch-katholische Kirche.
Und da sind, glaube ich, die letzte Seite, die wir hier gelesen haben, unglaublich wunderbar für, um das nachzuschlagen, um sich das ein wenig intensiver anzuschauen und hier und da ein wenig Selbststudium zu betreiben und zu begreifen, dass die römisch-katholische Kirche Tacheles meint. Alles, was den Menschen angeht, muss von der Kirche geregelt werden. Der Soldat ist in der Kirche mit seinen Waffen. Der Rechtsgelehrte ist in der Kirche mit seinem Rechtskodex. Der Schriftsteller ist in der Kirche mit seiner Feder. Der Professor auf der Universität mit seinem Lehrstuhl ist in der Kirche, ebenso wie der König mit seiner Krone, der Familienvater mit seinem häuslichen Zepter, der Bürger mit seinen sozialen Beziehungen. Dem Papste müssen die bürgerlichen Herrscher untergeordnet sein. Derjenige, also der Papst, der von Gott eingesetzt ist, das behauptet die römisch-katholische Kirche, ne? Die sagt ja, der Papst ist der Stellvertreter Jesu Christi hier auf Erden. Die Kirche behauptet, der Papst ist Jesus Christus verborgen unter einem Mantel von Fleisch. Die römisch-katholische Kirche behauptet, der Papst ist ein weiterer Gott auf Erden. Das ist eigene Schriftzitate aus der römisch-katholischen Kirche selbst. Der Papst, der von Gott eingesetzt ist, um Völker und Könige, Individuen und Nationen zu richten und in dessen Person eine Macht höchsten und sogar göttlichen Ranges Fleisch angenommen hat, ja, wie sagt er das hier? In dessen Person eine Macht höchsten und göttlichen Ranges Fleisch angenommen hat, das heißt nichts anderes als zu sagen, der Papst ist Gott im Fleisch. Kann nicht einer irdischen Hoheit unterworfen sein. Ja, die geistige Macht kann niemals der weltlichen Macht in irgendeiner Form unterworfen sein. Der Papst ist von Gott auf den Gipfel jeglicher Souveränität erhoben. Das behaupten sie. Ne? Das können sie nicht weismachen, das ist auch nicht in der Bibel so, aber das behaupten sie. Das ist eben die usurpierte, die angenommene Macht. Die Ausübung der Autorität des politischen Herrschers ist dem Papste unterworfen. Also das Erste, was ich als politischer Herrscher mache, ist dem Papst eine Note schreiben vom Papst, alles, was ich tue ich in deinem Namen. So dass er in Hinsicht des geistlichen Zweckes sie leiten und zuweilen ihre Handlungen vorschreiben oder verbieten muss. Der Papst ist der höchste Richter der bürgerlichen Gesetze. Ja, aber wenn der Papst ein geistiger Führer, der höchste Richter der bürgerlichen Gesetze ist, warum habe ich dann überhaupt bürgerliche Gesetze? Wenn der Papst der höchste Richter der bürgerlichen Gesetze ist, dann sind diese bürgerlichen Gesetze doch nur Schein. In Wirklichkeit gelten die päpstlichen Gesetze, gelten die römisch-katholisch-kanonischen Gesetze. Der Papst ist der höchste Richter der bürgerlichen Gesetze. Mit anderen Worten, die bürgerlichen Gesetze sind null und nichtig. Es gelten nur die Gesetze des Papstes. Die ganze Welt ist ein dem Papste eigentümlich gehöriges Territorium. Hier erhöht sich der Papst wieder an die Stelle des Gottes. Ja? Genau wie in 2. Thessaloniker 2 geschrieben steht, dass er sich auf den Thron Gottes setzt und dass er sich über alles erhöht, was Gott heißt. Das ist genau die Durchführung dessen, was in Jesaja 14 prophezeit wurde, mit dem Fall Luzifers aus dem Himmel. Die ganze Welt ist ein dem Papste ist ein dem Papste eigentümlich gehöriges Territorium. Nicht Elohim im Himmel, nein, dem Papst. Darum hat die heilige Kongregation des heiligen Offizium, das ist die allerhöchste Macht, das sind die allerhöchsten Machtsessel im Vatikan, in der römisch-katholischen Kirche und im Vatikan, die heilige Kongregation und das heilige Offizium, durch ein von Antichrist Innozenz den Zehnten approbiertes Dekret, den Satz als heretisch verworfen, die Päpste veröffentlichten Dekret in einem ihnen nicht gehörigen Territorium, wenn sie ihre Bullen an Orten bekannt machen, die der Herrschaft anderer weltlicher Fürsten unterworfen sind. Also mit anderen Worten, wenn der Papst eine Bulle erlässt, und es gibt ein Land, wo er nicht drüber regiert, weil er da gar nicht vertreten ist, dann gilt das trotzdem dort auch. Genau das heißt dieser Satz. Darum hat die Kongregation, darum, dass die ganze Welt dem Papst eigentümlich gehöriges Territorium ist, darum
wurde ein vom Innozenz dem Zehnten approbiertes Dekret als der Satz als heretisch verworfen, also Anathema, das heißt, er wurde verflucht. Päpste veröffentlichen Dekrete an einem ihnen nicht zugehörigen Territorium, wenn sie ihre Bullen an Orten bekannt machen, die der Herrschaft anderer weltlicher Fürsten unterworfen sind. Also mit anderen Worten, wenn man jetzt irgendwo reingeht, wo eben noch ein weltlicher Regent ist, der dem Papst nicht unterworfen ist. Ja? Alle Menschen sind Untertanen des Papstes. Die Getauften aktuell, die Ungetauften potenziell. Der Papst kümmert sich gar nicht mal darum, dass du durch die Taufe der römisch-katholischen Kirche beigetreten bist. Vielleicht bist du ungetauft, weil deine Eltern dich den Namen taufen lassen und du selber wolltest dich nie taufen lassen. Trotzdem gehörst du potenziell dem Papst. Da kannst du gar nichts machen. Daraus folgt für jeden Menschen ein doppeltes Untertanenverhältnis. Also mit anderen Worten eine doppelte Staatsbürgerschaft. Ja? Einerseits habe ich eine Staatsbürgerschaft zu dem Staat, in dem ich wohne. Ich für mich in Belgien, viele von euch, die mir zuhören, in Deutschland, andere wieder Österreich, Schweiz oder Polen oder Dänemark oder Amerika oder England oder wo auch immer. Und andererseits ist man natürlich auch noch Mitglied der römisch-katholischen Kirche, des Staates der römisch-katholischen Kirche, der weltweit ist. Doppelte Staatsbürgerschaft. Habe ich aber nie gefragt, diese Staatsbürgerschaft in der römisch-katholischen Kirche zu bekommen. Wie gesagt, daraus folgt für jeden Menschen ein doppeltes Untertanenverhältnis. Der weltliche Fürst hört auch als Fürst nie auf, ein Untertan des Papstes zu sein. Noch hört die politische Autorität des einen jemals auf, der geistlichen Autorität des anderen untergeordnet zu sein. Also mit anderen Worten, der Staat ist der Kirche immer unterworfen. Der Papst ist, und dann kommt der Satz, den habe ich hier blau angestrichen. Blau, weil es wahr ist und weil es wirklich herausstechen soll. Der Autor schreibt hier nach diesem Zitat von Jesuit Liberatore in La Chiesa e lo Stato von 1871. Er schreibt hier, ist's Wahnsinn, hat es doch Methode. Ist's Wahnsinn? Ist es Wahnsinn, was wir hier gelesen haben? Kann es wirklich wahr sein, dass wir in einer Welt leben, in der eine Kirche sich anmaßt, über alles und jeden zu reagieren und das nicht nur auf Papier sich anmaßt, sondern das auch noch in die Tat umsetzt, durch sich die weltliche Macht untertan zu machen, weil die weltliche Macht natürlich dem falschen katholischen Glauben verfallen ist? Warum macht denn ein König oder ein Regierungspräsident oder irgendwas die Dinge, die die römisch-katholische Kirche ihm befiehlt? Wenn er es nicht macht, dann verliert er seine Seligkeit. Außerhalb der römisch-katholischen Kirche gibt es keine Errettung, das lehren sie, nicht wahr? Damit haben sie die Menschen doch in der Hand, nicht wahr? Die Menschen sagen sich auch, ja, hier auf der Welt ist nicht so wild, aber ich möchte doch bitte schon in Ewigkeit vernünftig leben, also tue ich mal, was der Papst sagt. Die kommen ja nicht auf die Idee, das mit der Bibel zu vergleichen. Aber das ist der Punkt. Ist's Wahnsinn, hat's doch Methode. Wahnsinn mit Methode. Das, ich glaube, besser kann man die Herrschaft der römisch-katholischen Kirche auf dieser Erde gar nicht umschreiben. Methodischer Wahnsinn. Und jeder, der gesund auf dieser Erde rumläuft, weigert sich natürlich, an diesem Wahnsinn teilzunehmen. Daher der natürliche Widerstand gegen viele weltliche Gesetze. Weil diese weltlichen Gesetze nur in Übereinstimmung mit dem geistigen, römisch-katholischen, antichristlichen Gesetz sein können. Ist's Wahnsinn, hat's doch Methode. Ja, es ist methodischer Wahnsinn, wie wir regiert werden, wie die ganze Welt regiert wird. Und es tritt immer mehr zutage in 2021 und in der kommenden Zeit. Ist's Wahnsinn, hat's doch Methode. Der Papst als Herr der Kirche ist also tatsächlich Herr der Welt. Und zwar ohne Einschränkung. Nicht nur die Katholiken sind ihm gehorsam schuldig. Nein, sondern auch die Nicht-Katholiken.
ob sie nun getauft oder ungetauft sind. Allerdings besteht ja noch ein gewisser Unterschied zwischen beiden Arten von Nichtkatholiken. Doch nur zu Ungunsten der Getauften, der Ketzer, deren bewusster Ungehorsam strafwürdiges Verbrechen ist. Es sei nur erinnert an die immerhin etwas gar zu offenherzige Auslassung des Jesuiten Brochs in der ersten Auflage seines modernen ABC aus dem Verlag von Leo Heifzig in Berlin 1902 unter Inquisition steht, Zitat, und ich gehe da gleich noch mal etwas tiefer drauf ein. Hören wir mal eben, was der Gustav Mix hier schreibt. Ja? Ein Heretiker ist ein Mensch, der wissentlich und gegen sein Gewissen vom wahren Glauben abfällt. Das ist gewiss eine große Sünde, wofür er nach der Heiligen Schrift die ewige Höllenstrafe verdient hat. Verdient hat ein Heretiker also auch den irdischen Tod. Ende Zitat. Nochmal. Das ist von dem Jesuiten Brochs geschrieben in dem Büchlein Modernes ABC. Das erschien Anfang des 19. Jahrhunderts. 1902 steht hier. Ich habe das Buch im Nebenzimmer in meinem Rucksack, den ich immer mit zum Taxifahren nehme. Ich habe es mir nämlich bestellt. Weil der Gustav Mix das hier erwähnt, habe ich gesagt, das muss ich haben. Modernes ABC eines Jesuiten? Was schreibt er? Ein Heretiker ist ein Mensch, der wissentlich und gegen sein Gewissen vom wahren Glauben abfällt. Das ist gewiss eine große Sünde, wofür er nach der Heiligen Schrift die ewige Höllenstrafe verdient hat. Verdient hat ein Heretiker also auch den irdischen Tod. So, jetzt gehen wir noch mal ein wenig in der Analyse dieses Satzes, den der Jesuit Brochs hier schreibt. Ein Heretiker ist ein Mensch, der wissentlich und gegen sein Gewissen vom wahren Glauben abfällt. Ich glaube, man muss hieraus wohl verstehen, gegen das Gewissen des Papstes. Also, ein Heretiker ist ein Mensch, der wissentlich gegen das Gewissen des Papstes vom Glauben abfällt. Ja? Wie gesagt, ich habe ja noch beigeschrieben, ich habe das Buch bestellt und werde den Inhalt kontrollieren. In der Anzeige stand, dass es der Erstdruck ist. Ja, ist er auch. Also ich habe da wirklich das original kleine Büchlein gekriegt. Es ist klein, kompakt und ist aufgebaut eben nach dem ABC. Ne? Jeder Buchstabe gibt irgendwo ein Wort. Unter K findet man zum Beispiel Kreuzzüge, unter I Inquisition und so weiter. Und da steht dann eine Aussage, die gegen die römisch-katholische Kirche gerichtet ist. Und der Jesuit geht dann dagegen an und sagt von denen, nee, so ist das nicht, weil Kreuzzug ist eigentlich so und so und deswegen ist das gut, Inquisition ist eigentlich so und deswegen ist das gut und so weiter und so weiter. Deswegen hier unter Inquisition steht, ein Heretiker ist ein Mensch, der wissentlich gegen sein Gewissen vom wahren Glauben abfällt. Und ich habe daraus gemacht, nein, ein Heretiker ist ein Mensch, der wissentlich gegen das Gewissen des Papstes vom Glauben abfällt. Und zwar von dem Glauben der römisch-katholischen Kirche. So muss man das halt verstehen, ne? Weil wenn man das so liest, wie der Jesuit das hier schreibt, dann ist es ja gar nicht verkehrt. Ein Heretiker ist ein Mensch, der wissentlich und gegen sein Gewissen vom wahren Glauben abfällt. Das Problem ist, die römisch-katholische Kirche behauptet von sich, sie hat den wahren Glauben. Aha, also wenn ich vom katholischen Glauben abfalle. Ein Heretiker ist also ein Mensch, der wissentlich, das heißt bewusst, gegen sein Gewissen vom wahren Glauben abfällt, vom Glauben der römisch-katholischen Kirche, der nicht gegen sein Gewissen, sondern der aufgrund seines Gewissens, das ihm von Gott eingegeben wurde, vom Glauben der römisch-katholischen Kirche abfällt. So muss man diesen Satz verstehen. Das ist das Gemeine an diesen Jesuitenschriften. Sie scheinen nach außen hin wunderbare Sätze zu schreiben, wo man sagt, dem stimme ich zu. Nur wenn man weiß, was sie wirklich meinen, dann muss man sagen von, da muss man sich mal kurz am Hinterkopf kratzen und sagen von, was hat der jetzt hier gerade gesagt? Also, der Jesuit Brochs schreibt in dem modernen ABC, ein Heretiker ist ein Mensch, der wissentlich und gegen sein Gewissen vom wahren Glauben abfällt. Und ich sage euch, was da eigentlich steht, ist, ein Heretiker ist ein Mensch, der bewusst gegen das Gewissen vom Papst angeht und vom einzig wahren titulierten Glauben auf dieser Welt, den die römisch-katholische Kirche darstellt, abfällt. Der sich also von der römisch-katholischen Kirche abwendet. Das ist ein Ketzer.
oder ein Heretiker. Das ist gewiss eine große Sünde, fährt er fort, wofür er nach der Heiligen Schrift die ewige Höllenstrafe verdient hat. Ja, das stimmt. Wenn ich ein Heretiker im Sinne der Bibel bin, wenn ich den wirklichen, wahren, biblischen Glauben, wenn ich dagegen angehe und wenn ich stattdessen lieber in Sünde lebe und nicht bereue und Jesus Christus nicht annehme bis zum Ende meines Lebens, dann verdiene ich dafür die Hölle. Stimmt. Aber der Jesuit dreht das hier um und sagt, das, was ich gerade eben erklärt habe, ist eine große Sünde, wo er nach der Heiligen Schrift die Höllenstrafe verdient hat. Und dann sagt er, und das ist ja eigentlich der beste Satz überhaupt, verdient hat ein Heretiker also auch den irdischen Tod, nach dem Motto, wenn du sowieso seelisch schon tot bist, dann können wir dir hier auch gleich das physische Leben nehmen auch. Das physische Leben von dir ist nämlich nichts wert. Und genau so agiert und reagiert die römisch-katholische Kirche hier in der Welt. Deswegen ist die Welt so, wie sie ist, weil sie all die Menschen, die nicht unter ihren Fittichen sind, als Ketzer ansehen und als Ketzer behandeln. Und wenn ein Ketzer nach der römisch-katholischen Kirche ihr Verständnis in der Hölle ewiges Schmoren verdient, dann hat er überhaupt den irdischen Tod auch verdient. Weil wer geistig tot ist, der muss uns auch physisch hier nicht mehr irgendwo auf den Geist gehen. Genau so meint er das, was er hier sagt. Und deswegen, weil ich das hier gelesen habe, gedacht, das ist ein super kleines, interessantes Buch, das möchte ich mir bestellen und ich habe es für ein paar Euronen bekommen. Originaldruck. Und ich habe da schon nachgeguckt, sind einige interessante Dinge drin. Nur, ich kann mir nicht die Mühe machen, das Büchlein auch noch online zu lesen, aus dem einfachen Grunde, weil bei jedem Artikel, wie ihr gerade hier bei diesem Artikel über die Inquisition seht, muss man unglaublich viel erklären und das ist viel besser, wenn die Leute es selbst lesen, wenn sie ein Verständnis der jesuitischen Sophistik und Kasuistik haben. Ja? Aber das schreibt der Brochs in seinem modernen ABC 1902 über die Inquisition. Ein Heretiker ist ein Mensch, der wissentlich und gegen sein Gewissen vom wahren Glauben abfällt. Womit er meint, ein Heretiker ist ein Mensch, der wissentlich und bewusst gegen das Gewissen des Papstes verstößt, davon und vom Glauben der römisch-katholischen Kirche abfällt. Das Abfallen vom römisch-katholischen Glauben ist eine große Sünde, wofür er die ewige Höllenstrafe verdient hat, nach der Heiligen Schrift, wenn ich das verdrehe, wie der Jesuit das hier tut. Deswegen hat ein Heretiker also auch den irdischen Tod verdient. So, und jemand, der den irdischen Tod verdient, ja, der geistig tot ist, den kann ich ja so hier auch töten. Seht ihr, wenn wir in die Bibel gehen und wir gehen zu dem Punkt, wo Matthäus seine Jünger versammelt, da kommt er an einer Stelle, wo er jemanden fragt, ihm zu folgen und der sagt zu ihm, ja, Jesus, ja, ich komme gleich, warte mal, ich will nur eben noch meinen toten Vater beerdigen. Was ist Jesus seine Antwort darauf? Lass die Toten begraben. Und das ist genau das, was die römisch-katholische Kirche sich hier zu eigen macht. Die sagt, wenn du nicht in der römisch-katholischen Kirche bist, dann bist du geistig schon tot. Und wenn du geistig tot bist, hast du dein physisches Leben sowieso verwirkt. Das steht hier unter anderem in dem modernen ABC von dem Jesuiten Brochs. Sehr, sehr interessant. Unter dem Druck der erregten öffentlichen Meinung, fährt der Autor hier fort, das Ende Zitat war hier, ja, habe ich ja gerade eben genannt, unter dem Druck der erregten öffentlichen Meinung hat der arme Pater die Stelle zwar in den folgenden Auflagen seines Buches ausgemerzt, ja, deswegen habe ich ja gesagt, ich musste schauen, ob ich das auch wirklich so besitze, aber natürlich nicht aus seinem katholischen Selbstbewusstsein. Also mit anderen Worten, der Pater Brochs hat dieses in der Auflage von 1902 so geschrieben, aber hat das dann in späteren Ausgaben seines Werkes ausgemerzt. Das war vielleicht ein wenig zu deutlich. Das ist ja gefährlich, wenn man so etwas so deutlich schreibt. Das heißt, er hat es zwar aus dem Buch rausgenommen, aber er hat es natürlich nicht aus seinem katholischen, aus seinem jesuitischen, aus seinem teuflischen Selbstbewusstsein genommen. Das wäre auch zu viel verlangt, da das Recht auf Bestrafung der Ketzer auch heute noch in weitem Umfang aufrechterhalten wird.
Die Inquisition ist nicht weg. Sie hat ihren Namen verändert, aber sie ist immer noch da. Und heute sind das keine Priester mit irgendwelchen dreispitzigen, also mit so spitzen Hüten und Gesichtsmasken auf, die von Dorf zu Dorf ziehen und die Ketzer rausrufen und verurteilen und öffentlich verbrennen. Nee, heute macht man das mit ganzen Kriegen. Man bombardiert zum Beispiel eine ganze Stadt wie Dresden und vernichtet 500.000 Menschen auf einmal. Das ist Inquisition. Dresden war ein Auto-da-Fé. Ja? Eine öffentliche, lebendige Verbrennung. Nichts anderes nach Verstand der römisch-katholischen Kirche. Ja, aber es waren ja die alliierten Bomber, die das gemacht haben. Ja, aber die stellen doch alles in den Dienst des Papstes. Wie hieß es hier weiter oben? Der Soldat ist mit seinen Waffen der Kirche unterstellt. Alles, was den Menschen angeht, muss von der Kirche geregelt werden. Der Soldat ist in der Kirche mit seinen Waffen. Also, wenn da ein Bomberherres oder was eine ganze Stadt in Staub und Asche legt, in Feuerglut legt und Hunderttausende von Menschen, wie viel auch immer, in diesem Fall Hunderttausende, aber Tausende, Zehntausende, auch nur einen Menschen, verbrennt, dann tut er das im Namen des selbsternannten Gottes in Rom. Und mit der Autorität des selbsternannten Gottes in Rom. Ja? Das Recht auf Bestrafung der Ketzer ist auch heute noch in weitem Umfang aufrechterhalten. Die Inquisition ist verändert. Sie funktioniert jetzt über Kriege. Aber es ist immer noch die Inquisition. Sollte doch sogar auf dem Vatikanischen Konzil, also wir sprechen über das Konzil von 1870, der Satz für ewige Zeiten festgelegt werden. Zitat. Wer da sagt, von Christus, unserem Herrn und Erlöser, sei der Kirche nur die Macht übertragen, durch Rat und Zuspruch zu leiten, nicht aber durch Gesetze zu befehlen und die Irrenden und Widerspenstigen durch äußeres Gericht und heilsame Strafen zu zwingen und zurückzuhalten, der sei im Banne. Was heißt denn das? Wer sagt, von Christus, unserem Erlöser, sei der Kirche nur die Macht übertragen, durch Rat und Zuspruch zu leiten, nicht aber durch Gesetze zu befehlen, der sei verflucht. Im Banne verflucht, das ist dasselbe. Das sind beliebig austauschbare Worte, genau wie katholisch und universal. Ja? Und wir sprechen hier natürlich, die römisch-katholische Kirche maßt sich hier eine Autorität an aufgrund der Bibel, die sie nie bekommen hat, spricht von Christus, unserem Erlöser, sagt aber den Leuten da nicht bei, dass sie nicht vom Christus der Bibel spricht, sondern von Tammuz aus Babylon. Und wer sagt, dass die römisch-katholische Kirche nur die Macht übertragen hat, durch Rat und Zuspruch zu leiten, also nur durch gutes Zureden von, ja, aber mach das doch nicht, ist doch nicht gut, böse, böse, böse. Nein. Anstatt den Irrenden und Widerspenstigen durch äußeres Gericht und heilsame Strafen zu zwingen und zurückzuhalten, wer behauptet, das wäre Unrecht, das wäre Amtsanmaßung der römisch-katholischen Kirche, dann bist du verflucht. Und wenn du verflucht bist, dann heißt das, dass du in der ewigen Hölle schmorst. Weil du nämlich nach der römisch-katholischen Kirche ihr Verständnis ein Ketzer bist. Und wenn du dein ewiges Leben, wenn du dein geistiges Leben sowieso schon weggeschmissen hast, weil du Ketzer bist, dann hast du hier auf der Erde auch nichts mehr zu suchen. So. Und dann wirst du umgebracht. Dann bist du vogelfrei. So ist das. So, und bevor wir jetzt das Video beenden, mache ich eine ganz kurze Pause und hole mir mal kurz das Buch von dem Bros hier rein und schaue mal eben nach, welche Ausgabe ich habe, weil ich habe das eigentlich an dieses Textstück noch gar nicht kontrolliert. Das mache ich mal eben. So, ich habe mir das Büchlein zwar gekauft, weil ich dachte, ich hätte die Originalausgabe, aber leider ist es wohl so, bei mir steht auf der ersten Seite drauf Modernes ABC von PFRX Bros SJ, also Pater, Vater, X Xavier wahrscheinlich oder was, SJ, Société Jesus, zweite verbesserte und vermehrte Auflage. Also nicht die absolute Originalausgabe. Steht auf der ersten Seite dann auch Modernes ABC für Katholiken aller Stände. Kurze Antworten auf die modernen Begriffe gegen die katholische Kirche von Vater X Bros SJ, also Sociedad Jesus.
Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. Kevelaar Butzon Berger, Verleger des Heiligen Apostolischen Stuhles. Ja, tut mir leid, dass ich also hier auch nicht das absolute, den Erstdruck bekommen habe, weil bei mir in der Inquisition suche ich jetzt natürlich den Artikel, den wir hier gerade eben gelesen haben, vergeblich. Der steht da so nicht drin, aber trotzdem ist es natürlich ganz interessant zu verstehen, was die römisch-katholische Kirche in der Form dieses Jesuitenpaters zu diesen verschiedenen Dingen sagt. Also, wie gesagt, ich fand das Buch sehr interessant. Solche Dinge wie zum Beispiel Intoleranz kann man sich dann auch mal durchlesen. Heutzutage wird ja nur von Toleranz gesprochen, wir müssen tolerant sein, wobei Michael mich darauf aufmerksam gemacht hat von, ja, aber das heißt ja, ich muss etwas ertragen. Und wenn ich etwas ertragen muss, dann muss ich es eigentlich tolerare, da kommt das Wort her, eigentlich erleiden. Das heißt, ich leide darunter, dass ich etwas ertragen muss, weil es geht eigentlich gegen meinen natürlichen Willen und Wunsch ein. Ja. Also, das ist das moderne ABC des Jesuitenpaters Brors, wo er hier im Original schreibt, ein Heretiker ist ein Mensch, der wissentlich und gegen sein Gewissen vom wahren Glauben abfällt. Das ist gewiss eine große Sünde, wofür er nach der Heiligen Schrift die ewige Höllenstrafe verdient hat. Verdient hat ein Heretiker also auch den irdischen Tod. Erklärt habe ich das jetzt lang und breit. Ich kann es jetzt ruhig so vorlesen und stehen lassen. Ihr wisst, wie es gemeint ist und was es eigentlich sagt. Und wie gesagt, der Autor, der Gustav Mix, sagt ganz deutlich direkt hier hinter, schau, unter Druck der erregten öffentlichen Meinung, also da haben sich damals wirklich Leute aufgeregt, weil er das gesagt hat, hat der zwischen Anführungszeichen arme Pater die Stelle zwar in den folgenden Auflagen seines Buches ausgemerzt, aber weil der Jesuitpater Brors das ausmerzt aus seinem Schreiben, hat er es nicht aus seinem katholischen Selbstbewusstsein ausgemerzt und ist es nicht aus der Autorität der Kirche verschwunden. Die Kirche behauptet das nach wie vor. Weil das, was der Brors hier schreibt, kann man in der römisch-katholischen Kirche nachforschen, ist die offizielle Haltung der römisch-katholischen Kirche. Ein jeder Mensch, der sich nicht der Autorität des Papstes unterwirft, ist verflucht. Ein Verfluchter kommt nicht in den Himmel. Wenn man nicht in den Himmel kommt, hat man kein ewiges Leben. Und wenn man kein ewiges Leben hat, dann hat man auch sein physisches Leben hier auf dieser Erde verwirkt. So, das ist die Meinung der römisch-katholischen Kirche vor 1500 Jahren. Das war sie vor 1000 Jahren, vor 500 Jahren, das ist sie heute. Und das wird sie sein bis zum Tag, wenn Jesus Christus zurückkommt und den ganzen Spuk hier ein Ende macht. Den ganzen Wahnsinn hier ein Ende setzt. Auch wenn dieser Wahnsinn Methode hat. Ich hoffe, dass ich heute eine Methode aufgezeigt habe, wie man gegen diesen Wahnsinn geistig zumindest ein wenig vorgehen kann. Ich hoffe, dass ich euch deutlich gemacht habe, wie wichtig es ist, eure eigenen Studien mit solchen Dingen im Anschluss an solche Lesungen selbst zu betreiben, um euch noch mehr darin zu vertiefen, um noch bessere Argumente für Menschen zu haben, die man ja aufwecken will. Warum wollen wir denn andere Menschen aufwecken? Weil wir da irgendwas dran verdienen oder was? Nee. Meine Erlösung verdiene ich nicht damit, dass ich das Evangelium umtrage. Meine Erlösung verdiene ich überhaupt nicht. Meine Erlösung ist ein Geschenk, das ist mir von Gott gegeben. Aber weil ich erlöst bin, will ich ja, dass andere auch erlöst werden. Ich liebe meine Mitmenschen und ich will die Mitmenschen warnen. Ich will denen sagen, was für ein D-Zug, was für ein großer LKW auf der Straße, auf der sie unbedacht stehen, ihnen entgegenkommt und will nicht, dass sie überrollt werden und danach leiden müssen in der Hölle, weil sie das Freie, vollkommen Freie, kostenlose Geschenk Jesu Christi, seiner Gnade, seiner Erlösung nicht angenommen haben. Deswegen möchte ich den Menschen helfen und deswegen wollt ihr den Menschen helfen. Und wenn ihr das wollt, studiert ein wenig mehr selbst, das, was ich hier lese. Es kann euch nur zum Vorteil und anderen zum Vorteil gereichen, Jesus besser kennenzulernen. Naja, und dafür muss man ja sowieso an erster Stelle die Bibel lesen. Deswegen verbleibe ich mit meinem Aufruf, wie es sich für die Videos von Stunde der Wahrheit gehört. Bis zum nächsten Mal. Bitte lest eure Bibel. Maranatha. Der größte Trick, den der Teufel je gebracht hat,
war die Welt glauben zu lassen, es gäbe ihn gar nicht.